Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch und zu meinem neuen Video. Ja, ich habe gedacht, wir machen heute mal eine etwas schnelle, einfache Karte, die aber trotzdem effektvoll, also die so ein bisschen Wow-Effekt haben soll. Und da habe ich mir was ausgesucht, die wir jetzt machen. Ich bin gespannt. Ne? Das sollte eine schnelle Nummer werden. Wenn ich sage eine schnelle Nummer, dann dauert das 3 Wochen. Also ich hoffe nicht, weil ich habe nicht mehr viel Zeit zum Videoschneiden. Ich zeige dir jetzt erstmal, was ich mir hier zusammengesucht habe. Und zwar habe ich einmal Cardstock von Faltkarten in Weiß und in Schwarz. Und hier habe ich noch so Goldpapierreste. Das wird auch noch zum Einsatz kommen. Also du siehst schon, wo die Reise hingeht von den Farben her. Und in meinem Fundus habe ich ein Paperpack, das ist schon ewig alt von Dogcrafts, Forever Friends. Ich mag keine Bären, ja, ich gestehe es, aber hier hat mich tatsächlich die Kombi Weiß, Gold und Schwarz angesprochen und deshalb wohnt das hier. Ist noch nicht so viel weg, wie ich es gerne hätte. Und wir sorgen heute ein bisschen dafür. Ich habe mir hier schon was rausgesucht. Und zwar einmal, da sind so Bildchen dabei. Und da möchte ich den hier benutzen mit dem Cupcake. Und dieses Design habe ich mir noch rausgesucht. Dazu. Ich denke, das kann was. Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Denn ich möchte nicht stempeln. Also das ist nicht heute mein Ansinnen. Ich möchte nur stanzen und kleben und schneiden. Deshalb schnelle Karte. Wir schauen mal, ne? Da kann ja bei mir immer so einiges schief gehen. Ich habe mir von Simple and Basic 2 Stanzensets rausgesucht. Und zwar einmal das hier mit diesen Worten. Und es wird, du ahnst es schon, eine Geburtstagskarte. Deshalb nehme ich hier Happy Birthday. Und das werde ich nochmal matten, ja, mit denen hier. Die passen dazu. Das ist so das, was ich mir jetzt rausgesucht habe. Und ich würde sagen, ich baue gerade mal ganz kurz um und dann los geht der Peter, ne? Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Basiskarte. Ich habe hier einen A4-Bogen, wie gesagt, und den schneide ich mir jetzt erstmal, oder den teile ich mir bei 10,5. Denn das wird jetzt hier meine Basiskarte sozusagen. Und an der langen Seite hier falze ich den bei 14,5. 14,5, wo ist es? Da ist es. So, einfach eine Runde runterfalzen. Und bei 24,5, ja, kürze ich das. Mehr brauche ich gar nicht. Ja, und dann haben wir schon die Hälfte der Karte. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie die heißt? Dutch Fold Card. Warum? Keine Ahnung. Ist so, wie es ist. Ne? Ich suche mir diese ja auch nicht aus. Also, das haben wir hier. Und dann brauche ich noch innen drinne für, ja, doch. Jetzt war ich ein bisschen irritiert. Entschuldigung. Für innen schneiden wir uns auch eins zu. Und zwar machen wir das 14 mal 9,5. Ich hoffe, dass das jetzt richtig war. Wenn nicht, müssen wir es mir gleich nochmal kleiner schneiden. Das brauchen wir dann hier nochmal. Ich glaube, das ist zu klein, noch zu groß. Wir machen mal 13,5. Man kann sich ja langsam rantasten, ne? Wie immer Chaos, kennst du ja schon. Ja, das ist mir gefälliger. Das finde ich besser. So, dann haben wir das schon. Dann brauchen wir noch 2 Seitenflügel, weil das gibt ja jetzt noch keine Karte hier. Ne? Das ist ja nur die halbe Miete sozusagen. Und da brauchen wir jetzt noch 2 Stück. Vielleicht reicht das sogar. Wir gucken mal. Nee, natürlich nicht. Ne? Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Also nehmen wir hier noch ein Stück. Also du brauchst einen Bogen ungefähr für die Karte, nicht ganz. Dann nehmen wir jetzt hier 6,3
Und dann legen wir das hier bei einem Zentimeter an. Direkt so, wie es hier schon liegt. Und ziehen einen Zentimeter runter. Die Falz. Und dann kürzen wir das auf 5,5. Ach, und das reicht jetzt nicht. So ein Elend. Müssen wir noch eins machen. So, dann haben wir die Seitenteile auch. Zwei Stück an der Zahl. Jo. Und jetzt würde ich sagen, kleben wir die erstmal zusammen, damit du weißt, wovon ich überhaupt rede. Ne? Wir müssen dann nochmal schneiden. Das machen wir dann aber gleich. Jetzt ziehen wir hier erstmal die Falz nach. Und dann ziehen wir hier die Falz nach. Und dann kommt hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf. Ja, ich arbeite mit doppelseitigem Klebeband. Oh mein Gott. Ich hoffe, es wird was. Es ist ja immer so, ich nehme doppelseitiges Klebeband und irgendwo klebt es ja da, wo es nicht kleben soll. Ne? Das ist ja. Aber ich bin guter Dinge, dass das hier klappt. Das war jetzt aber auch ein bisschen wild, wo das gebappt hat, ne? Gott sei Dank hat es noch nicht richtig festgeklebt. Und dann kleben wir das jetzt einfach hier an die Karte fest. Und zwar hier unten. Ja, finally. So, und jetzt siehst du schon, wie das hier aussieht. Und zwar kannst du die dann nachher so aufstellen. Ich hoffe, du siehst es. Ich zeige dir das aber später auf jeden Fall nochmal. Das ist also die Grundkarte. Und jetzt können wir schon mit dem DSP weitermachen. Boah, richtig schnell, ne? Noch. Ich bin mal vorsichtig. Ich werde jetzt hier das DSP auf 10 cm erstmal kürzen und auf 9,5. Denn das ist das Stück, was vielleicht so rum. Nee, doch so rum. Was hier hinkommt. Doch, war richtig. Das kommt hier hin. Jetzt haben wir hier noch so ein Stückchen über. Das ist schon mal gar nicht verkehrt, denn damit werden wir jetzt noch hier die Seitenteile machen. Das muss ich jetzt viermal machen, weil ich möchte das innen und außen haben. Das heißt, ich werde es einmal hier bei 5 cm kürzen. Und hier haben wir auch nochmal 5. Und jetzt brauche ich das bloß bei 4,8 runterzuschneiden. Dann sollte das passen. Wie gesagt, das mache ich jetzt so, dass ich 4 von diesen Teilchen habe. Und dann können wir das schon eine Runde aufkleben. Nee, wir schneiden noch hier ein DSP. Und zwar machen wir da nochmal 10 cm mal 14,5. Vielleicht wäre auch 14 gut. Wir gucken erstmal bei 14,5. Wir können ja immer nochmal einkürzen. Einkürzen geht immer, ne? Nur dran setzen ist schwierig. Ja, ich glaube, mir gefällt es besser, wenn wir das auf 14 machen und nicht so spack. Ich glaube, das finde ich dann ein bisschen hübscher. Ja, dann haben wir so einen kleinen weißen Rahmen, perfekt. Und dann passt das hier auch wiederum drauf, ne? Aber auch hier nochmal so einen Rahmen. Das finde ich ganz schick. Ja, perfekto.
dann kleben wir das jetzt erstmal zusammen, bevor ich hier irgendwie wieder Unsinn produziere. Und somit hätten wir jetzt auch schon die Karte. Das war jetzt echt mal eine schnelle Nummer, ne? Aber so sieht sie ja noch ein bisschen langweilig aus. Da muss ja schon noch ein bisschen was passieren. Und deshalb habe ich ja hier mein, na, wo ist es? Mein, jetzt wollte ich Affe sagen, aber es ist ein Bär. Oh Gott, ich glaube, es ist zu spät für den Spaß hier, ne? Also, den Bär habe ich ja noch und den müsste ich mir noch ein bisschen zurechtschneiden. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen gucken. Ich möchte den nämlich auf ein Maß von 6,5 mal 10 cm haben. Ich schneide ihn erstmal auseinander. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal, der hat 10,5. Und dann machen wir hier noch bisschen was weg. So, dann haben wir also auf jeden Fall schon mal die 10 cm. Und jetzt wollte ich das auf 6,5 kürzen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen wenig, ne? Ich mir angucke vom Motiv her, das wäre dann, das Motiv ist ja schon größer. Finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Das heißt, wir kürzen uns das jetzt mal so Pi mal Daumen, ne? Es wird auf jeden Fall definitiv größer. Das sieht mir ein bisschen arg unharmonisch aus. Wir müssen uns ja jetzt rantasten, weil natürlich das nicht auf das Maß jetzt passt, was für die Karte gut wäre. Aber das kriegen wir hin, oder? Logisch kriegen wir das hin. So, machen wir das mal so. Jetzt gucken wir mal, was die Karte dazu sagt. Die Karte sagt natürlich voll doof. Nee, Quatsch. Also, das möchte ich gerne so in etwa haben. Genau, und da oben möchte ich mein Happy Birthday dann reinsetzen. Sieht also schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir nur gucken mit dem Happy Birthday. Das ist jetzt wieder so eine Sache, das kann einen Moment dauern. Ach, herrje. Hier fällt schon alles runter. Der Tisch ist zu klein. Ich habe wieder zu viel drauf. Ja, ich glaube, das kann was werden. Dann stanzen wir uns da jetzt erstmal ein bisschen was zurecht. Das heißt, ich schneide mir hier mal einen Streifen runter. Von dem schwarzen Cardstock. Weil ich glaube, ich werde das in schwarz machen und die anderen in gold. Also diese... Die Mattungen. Ein durchaus schweres Wort um diese Uhrzeit. Da das heute hier ein bisschen zackig gehen muss, sieht es hier schon wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich suche Aufräumer. So an dieser Stelle mal, ne? Das ist aber auch immer schlimm, oder? Da machst du eine Karte und es sieht aus, als hättest du hier für 30 Leute eine Karte gemacht. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? So, ich habe noch ein bisschen Schnur. Ich habe ja das nämlich schon gedacht, dass mir das nicht so passt mit diesem mit einem Lochbinden reinmachen. Das wird mir nichts. Und deshalb binden wir da jetzt ein bisschen Kordel drum. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob der noch eine Mattung kriegt. Also er braucht noch auf jeden Fall eine, aber ich glaube, es wird eine weiße. Ja, der kriegt hier noch eine weiße Mattung. Ich habe ja noch ein Stück Rest-Cardstock gefunden.
Und das ist auch ziemlich perfekt von den Maßen her. Das klebe ich jetzt einfach hier drauf und dann schneide ich es runter und fertig. Das messe ich jetzt gar nicht aus. Ich bin mal richtig wagemutig sozusagen. Und es geht ja auch, ne? Also. Ja, das passt mir sehr gut. In der Tat, jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir hier so in etwa. Sieht aus wie gemessen, ne? Also wenn man genau hinguckt, nicht, aber das ist ja jetzt egal. Ja, dann positionieren wir das jetzt mal hier. Hier unten soll das hin. Aber wie gesagt, ist auch wieder alles nur Augenmaß. Nichts Genaues. Ist aber auch nicht so dramatisch. Das muss ja auch mal gehen, ne? Es wird jetzt schon gleich fummelig genug, wenn ich da versuche mit meinen dicken Fingern diese Kordel da drumherum und naja, du weißt schon, was ich meine, ne? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jetzt gucken wir nochmal hinten. Das kommt auch ganz gut. Und jetzt wäre es dann, also wäre nur noch, wir machen mal vielleicht zu hier, ne? Ist jetzt kein falscher Fehler. Jetzt wäre nur noch das Bändchen da drum zu wickeln. Aber wie immer habe ich da ein bisschen Bedenken, ob das so hinhaut, wie ich mir das wieder alles so überlegt habe. Reicht zweimal? Ich finde, zweimal reicht, oder? Ja, ich finde schon. Machen wir ein bisschen mehr Kordel. Ist es wieder zu knapp, um irgendwie einen Schlupf zu binden oder so. Jo, und jetzt müssen wir das hier nur noch auffädeln. In der richtigen Reihenfolge wäre gut. Sonst sieht es irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Und ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn sich das so ein bisschen bewegt. Könnte mir gefallen. Oh, das ging jetzt aber fast einfach, du. Also beim ersten, beim zweiten jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist so ein blödes Band, was ich hier habe. Das dröselt sich sofort auf und es ging doch recht gut. Also die Löcher von diesen Anhängerchen sind groß genug, dass auch so ein unschönes, sich aufdröselndes Band durchpasst. Und jetzt wird's kompliziert. Ich glaube, ich werde das dann aber nochmal mit so einem kleinen Clou dort irgendwie fixieren. So Schleifen sind ja echt schon. Seltenst gelingen sie auf Anhieb. So, das sieht aber jetzt ganz gut aus. Das bleibt jetzt auch so. Ich breche mir jetzt hier nicht die Finger mit dem Ding. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Clou dort, damit die Schleife auch da bleibt, wo sie sein soll. Weil da finde ich die Position eigentlich schon ganz gut. Und dann kann man das hier einfach mal festmachen. So, das verdünnisiert sich jetzt schon mal nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch das mit den Anhängerchen hier hinkriegen. Aber das sieht schon faszinierenderweise ganz gut aus. Bis auf, dass ich den Clou dort jetzt genau dahin geklebt habe, wo ich das erstmal durchschieben muss. Aber es war zu beheben. Wenn ich die festklebe und das darf sich bewegen, das wäre doch nicht verkehrt, oder? Und das auch. Ja, aber Hallöchen, Popöchen. Das ging ja jetzt wirklich mal fix. Das komplette Video ungeschnitten hat jetzt 39 Minuten gedauert. Ich finde, das geht. Das ist ja schon fast Weltrekord, ne? So schnell, glaube ich, war ich noch nie mit einer Karte fertig. Und ich muss sagen, auch wenn es ein Bärchen ist, es ist zu vernachlässigen, weil Gold, Weiß und Schwarz mag ich. So, ich zeige dir das jetzt erstmal. Also das finde ich richtig schön, dass das kann sich bewegen, aber das ist fest. Das mag ich. Somit fällt es auf. Dadurch ist jetzt auch hier dieses, dass das eigentlich
hätte länger sein können, fällt gar nicht mehr auf. Anders hätte es wahrscheinlich blöd ausgesehen, wenn das noch länger gewesen wäre. Also ich finde es gut. Öffnen kannst du hier und einen schönen großen Gruß reinschreiben. Und das ist ja der Clou, der mir dabei gefällt. Du stellst das hier einfach drauf. Also diesen Deckel auf diese zwei Seitenteile. Und schon hast du eine Karte, die du aufstellen kannst. Das mag ich tatsächlich. So sieht es dann von oben aus. Und hier siehst du es nochmal von der Seite. Ne? Also finde ich richtig eine coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Mag ich sehr gerne diesen Effekt. Und deshalb habe ich gedacht, ich könnte die mal wieder machen. Es ist schon Jahrhunderte her, dass ich die gemacht habe. So schnell hast du wirklich eine echt hübsche Karte und mit so ein bisschen DSP, mit einem Motiv oder einem Die-Cut oder da einen schönen Stempel draufgesetzt. Geht es richtig, richtig ratzfatz. Und das hier vorne, da musst du dich ja jetzt nicht an meine Maße halten. Da kannst du ja, wie du gerne möchtest. Du, ne? Das ist ja kein Ding. Verschicken kannst du sie auch wunderbar, weil sie hat das ganz normale Maß. Und somit ist sie, finde ich, sehr schön, sehr perfekt und gefällt mir sehr gut. Und ich bin wieder ein bisschen von dem Papier losgeworden von Dowcrafts. Da ist ja noch ein S dran. Und was soll ich jetzt noch sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video siehst. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm.